Hallo, hallo. Heute gibt es wieder ein Schriftstellerthema, nämlich, was sollte man denn als Autor lesen? Meiner Meinung nach sollte man als Autor viel lesen, und zwar vor allem deswegen, weil man dadurch mit seinem Handwerkszeug vertrauter wird, nämlich mit der Sprache. Man erweitert seinen Wortschatz, man sieht Möglichkeiten, die die Sprache bietet, verschiedene Tempusformen, Verbformen. Wie kann man mit Sätzen arbeiten? Wie wirkt das auch? Also wie kann ich Spannung und Schnelligkeit erzeugen? Und wie kann ich eine etwas getragenere Stimmung erzeugen? Und auch dramaturgische Geschichten. Wie machen denn die großen Meister das, wenn sie jetzt eine nachdenkliche Stimmung erzeugen wollen oder wenn sie Informationen vermitteln wollen? Wie geht denn das? Das ist etwas, was man sehr gut lernen kann, dadurch, dass man einfach sehr viel liest. Jetzt ist die Frage, gibt es bestimmte Sachen, die unbedingt jeder Schriftsteller gelesen haben sollte? Und das glaube ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Schriftsteller notwendigerweise die großen Klassiker alle gelesen haben müsste. Und zwar glaube ich das deswegen nicht, weil das ähnlich ist wie in anderen Berufen auch, dass eben nicht unbedingt die Historie, die hinführt zu dem Bereich, in dem man sich jetzt befindet, notwendig ist, um diesen Bereich zu beherrschen. Das ist ganz deutlich in der Medizin. Die Medizin von heute hätte sich nie entwickelt ohne die Medizin der Antike und des Mittelalters. Und da gab es eben solche Sachen wie eine Säftelehre war da ganz, ganz dominant im Mittelalter, dass man gesagt hat, jede Krankheit geht darauf zurück, dass die Säfte des Körpers im Ungleichgewicht sind und wenn ich die wieder ausbalanciere, kann ich damit jede Krankheit heilen. Das ist ganz interessant zu wissen, aber ein Neurochirurg muss das nicht wissen. Ein Neurochirurg muss den aktuellen Stand der Neurochirurgie beherrschen und sich da bilden und das drauf haben. Er muss aber nicht eben wissen, wie ist das denn mit der Galle und dem Blut und was weiß ich, was man da alles ins Gleichgewicht bringen wollte. Das heißt nicht, dass das, was die damals gemacht haben, unwichtig ist. Es ist nur so, ich muss das nicht wissen, um heute den aktuellen Stand der Medizin zu beherrschen. Das ist in der Schriftstellerei nicht so extrem, aber durchaus auch vorhanden. Die Art, Geschichten zu erzählen, ist heute eine andere als früher. Wir sind heute eben bei Geschichten häufig im Kino sozialisiert oder im Fernsehen, was bedeutet, dass wir sehr, sehr viel mehr Informationen in sehr viel kürzeren Häppchen aufnehmen. Das sind wir zumindest gewohnt, als das früher der Fall war. Dafür andere Sachen nicht mehr so gut können. Und dadurch ist eine Art des Geschichtenerzählens heute modern, die vor 50 Jahren nicht funktioniert hätte und umgekehrt. Vielleicht hilft es aber ja, wenn man sich mit Trends beschäftigt. Wenn man also schaut in meinem Genre, was ist denn da gerade aktuell und interessant. Auch da finde ich, muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt so kurzfristige Ausschläge, solche Trends, die halt für ein, zwei Jahre anhalten. Da ist dann auf einmal der Polit-Thriller, der in Russland spielt, sehr, sehr gefragt. Und aus rein schriftstellerischer Sicht, wenn ich jetzt das als Auswahlkriterium dafür nehme, was möchte ich denn für eine Geschichte schreiben, im Hinblick drauf, was kann ich vermarkten, ist das begrenzt nützlich. Denn die Verlage planen ja ihre Programme anderthalb oder 2 Jahre im Voraus. Und dann ist es halt sehr schwierig, wenn ich jetzt meine Idee jetzt aufgreife aus einem kurzfristigen Trend, der ist dann nämlich wahrscheinlich schon wieder vorbei. Aber ganz verdammen möchte ich das nicht. Es gibt auch Trends, die sehr langfristig sind. In der Science Fiction zum Beispiel gab es einen Trend zu Geschichten, die auf der Erde gespielt haben, nicht mehr im Weltraum, die auf der Erde gespielt haben, wo großmächtige Konzerne eine wesentliche Rolle gespielt haben, wo so ein Verfall der sittlichen Werte ganz wichtig war und eine beherrschende Computermacht, das nannte sich Cyberpunk, das Subgenre. Und das war viele, viele Jahre sehr en vogue.
Und da ist es dann natürlich schon sinnvoll, dass man da mal reinschaut und mal schaut, ist das eine interessante Sache? Kann ich mich da auch irgendwo wiederfinden? Kann ich da etwas Interessantes zu beitragen? Und wie funktioniert dieses Genre überhaupt? Und dieses Wie funktioniert es überhaupt, ist eine ganz wichtige Frage, nicht nur, wenn man in einem bestimmten Genre schreibt, sondern auch, um seinen eigenen Methodenkasten zu erweitern, indem man nämlich mal in bestimmte Werke reinschaut, die etwas besonders gut gemacht haben, was man braucht. Also konkret, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine romantische Nebenhandlung in meinen Romanen haben, was sehr, sehr oft gemacht wird, aus gutem Grunde, weil es etwas sehr grundlegend Menschliches ist, das man in so ziemlich jeder Geschichte verarbeiten kann und das so ziemlich jede Geschichte bereichert. Also wenn ich Romantik einbauen möchte, dann kann es sehr wohl sinnvoll sein, mal bei den Meistern und Meisterinnen der Romantik zu schauen. Also ruhig mal einen Roman von Rosamunde Pilcher, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, zu lesen und mal zu schauen, wie macht die denn das? Wie ist denn die Figurenkonstellation in so einer Geschichte, die auf Romantik abzielt? Wie sind denn da die Figuren gezeichnet? Was ist denn da typisch für die Protagonistin, den Protagonisten? Welche Konflikte sind denn da üblich? Also wenn man da mal 1, 2, 3, 4 solche Bücher liest, dann bekommt man sehr schnell hinter so ein Grundschema. Das heißt nicht, dass man das selbst dann gemeistert hat und das genauso anwenden kann, aber ich denke, man kann dann schon, wenn man es bewusst liest, so die wesentlichen Elemente herausfischen und dann auch in einem anderen Kontext, in einem Abenteuerroman oder was immer man schreiben möchte, verwenden. Genauso geht das mit Spannung. Also da kann ich ja mal einen knallharten Thriller lesen und mal schauen, werde ich dann, also bei einem Thriller werde ich feststellen, dass die Szenen sehr abrupt geschnitten sind. Diese Cliffhanger-Methodik, dass die da also sehr oft verwendet wird. Und das kann ich mir da abschauen. Das kann ich dann auch wieder entweder für einen Thriller verwenden, aber auch, wenn ich einfach sage, ich habe eine spannende Passage in einem ansonsten eher bedächtigen Buch, kann ich das da auch anwenden. Also das halte ich für eine ganz schlaue Idee. Dann wäre noch die Frage, was ist denn mit Schreibratgebern? Die sind ja extra dafür geschrieben, dass ich als Schriftsteller etwas daraus lerne. Also ist das sinnvoll, sich damit zu beschäftigen? Und die Antwort ist da ein klares, kommt darauf an. Das ist eine Typfrage. Es gibt Leute, die können viel lernen aus so Ratgebern und es gibt Leute, die können das nicht. Und wenn nicht, dann muss man das nicht tun, nur weil man meint, man ist da dann auf der Höhe der Zeit und man erfüllt da eine Pflicht. Das Kriterium muss immer sein, wenn ich so etwas mache, hilft mir das entweder mehr zu schreiben oder besser zu schreiben oder idealerweise mehr und besser zu schreiben. Das ist ja dann das Ziel, das dieser Schreibratgeber vor Augen hat und das vor allem ich vor Augen haben sollte, wenn ich mir den anschaffe und den lese. Und damit auch ein ganz klares Kriterium, woran ich erkennen kann, ob jetzt dieser spezielle Schreibratgeber für mich taugt oder nicht. Da muss man dann allerdings auch bedenken, es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt Schreibratgeber, die sind mehr so Motivationshilfe. Und es gibt welche, die sind sehr methodisch. Und da muss man halt schauen, was ist für wen etwas. Und diese methodischen Schreibratgeber widersprechen sich auch oft. Es gibt eben unterschiedliche Methodiken. Und da muss man dann eben sehen, welche Methodik ist diejenige, die mir hilft, bessere Geschichten zu schreiben. Das ist meine Meinung zum Thema Schriftsteller und Lesen. Ihre interessiert mich auch, also schreiben Sie sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat Ihnen ein bisschen gefallen. Bis die Tage. Auf Wiedersehen.